Das ist jetzt interessant. Ich will es jetzt weitermachen. Ich bin ja jetzt auf der Ebene, wo ich sonst immer war. Eine weiter war ich noch nie. Ich bin mal gespannt. Was geht und willkommen zum siebten Part von Let's Play Marquette, einem Rätselspiel. Und wir setzen da fort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, logischerweise. Hier ist wieder die Kuppel, genau. Da ist ein Loch in der Kuppel. Ach, lol. Das ist ja wieder Kuppel in Kuppel in Kuppel in Kuppel in Kuppel, richtig? Ja. Wunderbar. Sag nicht, ich kann die Kuppel anheben. Alter, ich heb. Bruder, ich könnte jetzt. Warte mal. Ich schaffe die Kuppel aus der Kuppel aus der Kuppel aus der Kuppel. Was passiert dann? Was passiert dann, ne? Gar nicht testen. Aber jetzt ist die Kuppel aus der Kuppel aus der Kuppel aus der Kuppel. Ei. Wenn Sie in die Umgebung zurück erkunden und nicht zurückkehren können, halten Sie Dreieck gedrückt, um zur Kuppel zurückzukehren. Schön zu wissen. Das ist jetzt interessant. Ich will es jetzt weitermachen. Ich bin ja jetzt auf der Ebene, wo ich sonst immer war. Eine weiter war ich noch nie. Ich bin mal gespannt. Holy shit. Das ist nicht möglich. Are you kidding me? Ich hab gehofft. Ich hab gehofft, ich könnte einfach in diese Dimension. Weißt du, wie geil diese Dimension wäre, Alter? Die wäre ja. Boah, bombastisch riesig. Schade. Eigentlich. Ja. Tja, wo habe ich jetzt die Kuppel? Die habe ich doch. Ach, da habe ich die ja hingestellt. Mal kurz hier hoch. Kann ich mal kurz nehmen? So. Ich nehme mich mal. Na, ist ja auch egal. Ich finde das geil, dass ich die eigene Kuppel. Du hast mir eine Sprachnachricht hinterlassen und ich hatte das Gefühl, ich wäre bereit, dich zu sehen. Drück ich gleich, ich will nur mal kurz hier bei dem Baum gucken, ob hier irgendwas ist. Aber nee, es ist nur ein Baum. Ach, über jeden dieser Dinger ist ein Diamant. Verstehe. Hey. Hey. Here's your stuff. I think that should be everything. I mostly just wanted my books. They're all in there. And here is yours. Oh wow, it's small. Yeah, it's mostly little stuff. Great, thank you so much. How are you? I'm good. You said in your email you're moving? Yeah, I got a new job on the East Coast. I'm excited to be closer to family. That's great. Back to the family. Ah, jetzt kommt wieder ein Lied. Es war das letzte Mal, dass ich dich sah. Und wenn ich darüber nachdenke, auch heute noch, kann ich die Erinnerung nicht zu Ende führen.
Die Zeit verging, ich begann zu renovieren, holte mir eine Sukkulente für meine Fensterbank. Was? Aha. Okay, verstehe. Warte, das haben wir ganz einfach. Ah, ich hab's geschafft. Alter, leck das. Nimm einen Salz und Pfeffer, was? Nimm einen Salz- und Pfefferstreuer mit, der kein Recht hatte, so teuer zu sein. Das Ding kommt mir bekannt vor, das haben wir schon mal gehabt. Hey, wieso steht jetzt? Steht das jetzt so weit weg? Stand eben nicht so weit weg. Steht ja gerade in der Mitte. Hä? The fuck? Ah. Das stimmt sogar. Ich bin mal schlau ausnahmsweise. Irgendwas da passiert. Ja, es ist. Warte, ich muss da mal hin. Sieht sehr komisch aus. Halt. Halt. Der Kristall, der da schwebt, ne? Der. Finde ich lustig. Das einzige Problem ist jetzt nur, wie komme ich jetzt hoch?
Es ist geil. Ich finde das so geil. Das ist gerade so voll verwirrend, aber auch irgendwie voll geil. Ich komme aber nicht in diese Tür. Immer noch nicht, natürlich nicht. Ich bräuchte irgendwas, glaube ich, dafür. Ich weiß aber nicht was. Scheiße, das wollte ich jetzt nicht. Wo bin ich? Da ist dieser komische Kristall. Ah, da leckt das gerade. Ich habe dafür verloren, wo oben und unten ist. Hier komme ich nicht mehr weiter, also denke ich mal, dass... Was ist das? Ah, warte mal, ja, ich kann doch schätzen, wie komme ich jetzt wieder dahin eigentlich? Der hat doch Dreieck gedrückt, halt nur ein Scherz. Oder einfach runterspringen geht auch. Gut, jetzt haben wir es wieder. Jetzt sind wir wieder da, wo wir die ganze Zeit sind. So. Das ist aber Schluss mit lustig. Obwohl, eine Sache will ich noch testen. Es ist mit leicht schräg. Hey, was ist... Ohne Scheiß, das Spiel hat so eine kranke Physik. Ich finde das heftig. Ich könnte wahrscheinlich das Ding... Keine Ahnung, was mit dem Ding anstellen. Ich könnte das wahrscheinlich sogar auf den... Kriege ich das auf den Kopf gedreht? Sorry Leute, wenn ich ein bisschen rumprobiere, aber ein bisschen Spaß muss man ja haben, ne? Kriege ich das komplett auf den Kopf gedreht und nicht nur so wie jetzt? Ich würde das gerne komplett auf den Kopf gedreht kriegen, das wäre so heftig. Jetzt gleich liegen wir nicht mehr auf, so wie kriege ich das auf den Kopf gedreht? Ja, nein, 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 nein. Boah, ich kann das ja sogar anschieben. Alter, ist das krass. Warte mal. Ich konnte das gerade anschieben, aber aufs Übelste. Oh, jetzt hängt's fest. Ist doch irgendwas, muss es doch geben, womit ich das Ding umdrehen kann. Es kann doch nicht sein, dass ich keine... Wo habe ich das? Kann ich hier? Komm bitte einmal. Ich will es nur einmal auf den Kopf kriegen. Wie kannst du so da stehen bleiben? Das funktioniert gar nicht. Hiermit habe ich es am besten hingekriegt, also weit zu drehen halt. Bleib ja da. Alter, was passiert hier? Bist du jetzt auf der Seite liegen geblieben oder was? Ich würde ja gerne wissen, wo es jetzt weitergeht. Ich habe gerade das Rätsel gelöst und dann... Achso, warte mal, das ist ja vielleicht gesperrt, weil ich da schon war. Schon mal daran gedacht.
Vielleicht denke ich gar nicht nach. Ich habe ja gerade das Rätsel gelöst. Vielleicht muss ich ja das da drauf stellen. Hätte ich schon gern gerade. Mich interessiert, was das jetzt gebracht hatte. Irgendwas muss ich nicht checken, oder? Ich check das gerade nicht, was ich machen muss. Die Kapuze muss ich noch zum Leuchten bringen. Das ist das hier, was verschlossen ist, was nicht aufgeht, weil die Tür zu ist. Wo auch die Tür zu ist. Also wie soll ich? Wenn ich da so reinlaufen könnte, okay. Ich stelle es jetzt erstmal hier ab. Nee, da wollte ich nicht hin. Hier, guck mal. Die Tür ist abgeschlossen, da kommst du nicht rein. Wie soll es denn weitergehen? Mann, ich will doch nur weiterkommen. Okay, wir nehmen dieses Gebäude hier. Noch nicht so. So. Und können bestimmt durchs Fenster klettern, ne? Nicht in der Dimension, aber in der anderen. Was ist denn da überhaupt drin? Wie komme ich denn da überhaupt rein? Was hat mir denn diese Platte gebracht? Alter, jetzt sehe ich gerade erstmal, jetzt check ich Schmetterling, Smaragd, Schmetterling, Smaragd, Schmetterling, Smaragd, orangenes Kreuz, rotes Kreuz, Mensch, orangenes Kreuz, rotes Kreuz, Mensch. Alter, als ob ich das nicht gecheckt habe. Wie lange habe ich denn jetzt da irgendwie rumgefuchtelt und das, obwohl ich es eben offensichtlich gesehen habe. Wo ist denn jetzt die Tür? Da, ne? Achso, ja, klar. Die Tür, die aufgegangen ist, ist hier. So. Komm mal rein. Kaufte auf einer Kunstmesse einige Bilder und ließ sie Armrahmen. Einen Rahmen. Was weiß ich. Was sind das jetzt?
Da wachsen Steine. Wofür das denn? Wofür sind da Steine gewachsen? Damit ich das Ding nicht dahin stellen kann, oder was? Tatsächlich. Muss halt hinlaufen. Passt schon. Aber wenigstens ist es jetzt offen. Du bist hier und da noch. Du bist mir hier und da noch in den Sinn gekommen. Nie die Erinnerung, die ich wollte, und nie mit den Gefühlen, die ich mir wünschte. Aber als ich unser Skizzenbuch fand, konnte ich unsere Vergangenheit auf eine Weise betrachten, wie ich sie seit unserer gemeinsamen Zeit damals nicht mehr sehen konnte. Ach so. Jetzt muss ich sogar schräg stellen. Das ist ja geil. So, wo ist das Gebäude? Das Gebäude befindet sich da. Jetzt ist das nämlich schräg, jetzt komme ich ja hier hoch, ne? Alter, wie clever, 200 IQ. Wo fliegen die jetzt hin? Alle zu dem Baum, ja. Crazy. Dann wollen wir doch mal dahin, wa? Ich schrieb dir diesen Brief auf der Suche nach einem Abschluss, aber ich bin mir nicht sicher, was ein Abschluss ist. Dinge, die enden. Die Dinge enden, das ist das Ende. Vielleicht musste ich das aufschreiben, um mich dran zu erinnern, wie dankbar ich für das bin, was wir miteinander geteilt haben. Und vielleicht muss ich es gar nicht abschicken. How are you? I'm good. You said in your email you're moving? Yeah, I got a new job on the East Coast. I'm excited to be closer to family. Well, that's great. Back to the land where you're the girl who's good at drawing. I'm proud of you. Thanks, Michael. And thanks for this. Well, see you around, I guess. Yeah, see you around. Hey. I miss you. I miss you too.
Anscheinend ist das Spiel hiermit auch schon vorbei. Und ich will euch auch gar nicht so lang vom Abspann abhalten. Und würde sagen, wir sehen uns in eines der nächsten Videos auf Snipes. Und sagt dann einfach mal, ciao, bis zum nächsten Mal, das Snipes-Team. Das ganze Spiel ist stuck. Hallo? Warum ist denn alles stuck? Was soll denn das? Oh Mann. Das nennt man ein schönes Spiel, weil es nicht funktioniert. Juhu.